Flötenzauber. Oper opfern zart nach Mozart. Wir spielen nicht das Stück, wir opfern es eigentlich. Wir benutzen es als Grundlage, um zu diskutieren. Um Spaß zu haben, musikalisch auch Spaß zu haben, körperlich Spaß zu haben. Wir hauen uns da rein, Kontakt mit dem Publikum, weil das ist eine Sache, die wir gemeinsam einfach verhandeln wollen. Auch wenn es eine Tradition ist und es nicht angefasst werden soll, wir haben es halt angefasst. Ja, wir sind die Schlangenknaben. Genau. Das sind drei. Henry. Maurice. Ich bin der Amadeus. Das ist aber nur Zufall. Ja, das hat sich auf einmal, das kam zusammen mit dem Stimmbruch. Wir waren nicht mehr so ganz begehrt. Ja, die Aufträge wurden weniger und dann haben wir aber gesagt, so Moment mal. Der Opernschinken stinkt. Ja, es ist halt so, dass wir als Knaben in diesem Opernstück, wir helfen immer den wichtigen Leuten da drin, helfen wir so Prüfungen zu bestehen und sagen, hier geht's lang, jetzt machst mal so und dann guckst hier. Das machen wir und eigentlich haben wir dann so im Backstage irgendwie gemerkt, auch mit den anderen so, was machen wir eigentlich? Irgendwie fühlt sich da auch keiner drin wohl in diesem Klischee, in den ganzen Zuschreibungen, die alle bekommen. Irgendwann das Gefühl so, alle spielen hier nur irgendeine Rolle. Was da tief verankert ist, ist halt die Unterdrückung von Frauen. Die meisten Frauenrollen haben eine passive Rolle. Die Königin der Nacht zu schwach, ihre Tochter zu retten, die ihr gekidnappt wurde. Es ist auch noch einfach eine total rassistische Erzählung über den Monostatos. Da wird einfach alles Schlechte reingeschrieben in die eine Rolle. Und das ist dann auch der einzig Schwarze in der ganzen Oper. Sarastro, auch Sarastro ja. Kam so oft im Backstage zu uns, hat gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Rolle. Ich will nicht mehr der King sein. Es nervt einfach nur noch. Ja. Das sind nicht nur wir das Problem. Dieser gesamte Haufen, diese gesamte Oper, das ist das Problem. Und das können wir nicht mehr so machen, wie wir es vorher gemacht haben. Dass es vielleicht das System ist, was man verändern muss. Die Oper ist einfach schuld an der Manifestation von so richtig viel Unterdrückung. Richtig viele Privilegien werden weißen Menschen dadurch geschaffen, dass es diese Hochkultur überhaupt gibt, die wir seit 230 Jahren so immer wieder reproduzieren halt. Und diese Sachen werden einfach immer wieder erzählt und dann gibt es dieses Ranking, dass immer wieder die Zauberflöte auf Platz 1 landet. Immer noch ist auch es immer wieder noch. 2022 meistgespielte Oper im deutschsprachigen Raum. Wenn wir diese Inhalte weiter zelebrieren, dann erhalten wir einfach diese Machtstrukturen alle. Und dass wir alle, besonders halt wir weiße Menschen, die Hochkultur machen und konsumieren, in eine Verantwortung gehen sollen. Genau. Und zwar in allen Bereichen eigentlich. Das ist uns jetzt, das ist uns wichtig, das wollen wir transportieren, dass da halt alle quasi aufbegehren. Ja, und auch wenn es Tradition ist und vielleicht wunderschöne Musik in den Ohren, dass man trotzdem nochmal schaut, was ist es denn für ein Inhalt, was transportiert es denn? Und dann auch mal laut wird dagegen.